Herzlich willkommen im Pfarrgarten zum unserem heutigen Waldgottesdienst. Es ist ja hier schon ein wenig eine Tradition, mal die Mauern der Kirchen zu verlassen und draußen unter der freien Natur Gottesdienst zu feiern. Das Wetter spielt uns doch heute auch mit, dass wir kein Zelt aufbauen mussten. Und bitte ein bisschen Vorsicht auf die Köpfe. Es könnte sein, dass ein paar Kienzapfen runterfallen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Wie Bäume auf festem Grund, so strecken wir unsere Wurzeln zu dir, Gott. Du nährst uns und stärkst uns. Aus deiner Kraft wächst unser Leben. In deiner Nähe fühlen wir uns geborgen. Lob und Dank sei dir in Ewigkeit. Amen. Die vielen Gläubigen in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Keiner sprach über seine Güter, dass sie ihm gehören würden, sondern es gehörte ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab es jedem, was er brauchte. Es gab zum Beispiel einen Josef in der Gemeinde, der stammte aus Zypern und wurde von den Aposteln Barnabas genannt, was so viel heißt wie Sohn des Trostes. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ja, liebe Gemeinde, so erging es den ersten Christen der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Das wäre doch auch mal was für uns. Ich weiß, jeder von ihnen besitzt ein Haus und Land. Da würde schon ein bisschen was zusammenkommen für die Kirchengemeinde, wenn wir das alles zusammenwerfen würden. Jeder verkauft, was er besitzt, legt es den Aposteln, also gerne hier im Pfarramt, oder bei ihren Ältesten im Dorf zu Füßen oder in den Kollektenkorb. Und dann schauen wir mal, wer was braucht. Wahrscheinlich alle, denn jetzt besitzt ja keiner mehr was, also muss man ja wieder an alle verteilen. Also ein ganz anderes System, als wir es heute kennen. Nicht bloß Kirchensteuer und Kollekte oder Kirchgeld oder Spende oder irgend sowas, sondern alles oder nichts. Ich finde für uns ein bitterer Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. Denn deutlicher als so kann uns ja wohl kaum vor Augen geführt werden, ja, wie groß sich der Heilige Geist von dem menschlichen Geist unterscheidet. Da in der Zeit, als der Heilige Geist regiert und die Kontrolle übernimmt über die ersten Christen, da leben sie so für kurze Zeit, so wie es sich Gott für uns durchaus vorstellen könnte. Dass es keinem schlecht geht, dass wir uns gegenseitig gleich und gut behandeln und keine Unterschiede machen. Aber dennoch, das Ganze hat etwas ganz, ganz Schönes für uns. Ich glaube, wenn solche Momente des Glücks nicht von Dauer sind für uns Menschen, so haben sie doch in der Erinnerung zu Recht überdauert. Wie heute, dass wir uns diese Geschichte mal wieder vornehmen, uns angucken und sie uns vorhalten. Sie haben uns
immer wieder vor Augen geführt, solche Erlebnisse, und da gibt es ja einige auch in der Bibel oder in unserer Kirchengeschichte, was denn alles möglich sein könnte und was vielleicht auch mal möglich war und tatsächlich mal passiert ist. Wie unser Leben aussehen könnte, und dadurch bleibt auch eine Sehnsucht in uns wach. Ich glaube, ohne solche Sehnsucht, ohne dass so ein Funke in uns glimmen würde, da hätte unsere christliche Gemeinschaft weder das Mittelalter, noch die Nazizeit, noch die DDR überdauert. Denn es ist eine Hoffnung in uns, ein Wissen, wir müssen uns mit unseren menschlichen Schwächen nicht immer nur abfinden und alles nur pessimistisch sehen, sondern wir dürfen auch träumen, wir dürfen auch ab und zu ausleben, dass da mehr drin ist für unser Leben, für unsere Gemeinschaft, dass es besser geht. Die Menschen haben sich einmal begeistern lassen und noch ein weiteres Mal und noch weitere Male, und das kann jederzeit wieder auch unter uns passieren, und in vielen kleinen Dingen passiert es auch immer wieder bei uns. Es ist wie, als ob mal ein Fenster aufgestoßen wird und so ein Sonnenstrahl aus dem Himmelreich bei uns hineinscheint. Und dann kommt wieder irgendjemand, macht das Fenster wieder zu und sagt, du lass uns mal auf dem Teppich bleiben. Aber wir hatten diesen Sonnenstrahl mal. Und es ist mal richtig warm und hell im Raum geworden. Und davon zehren wir denn noch sehr lange. Denn Pfingsten ist ja lange nicht vorbei. Der Heilige Geist, der weht immer noch unter uns. Und er macht immer noch Unmögliches möglich. Und er schenkt uns immer noch die Freude und die Begeisterung für unsere Gemeinschaft. Und der Friede Gottes, der zum Glück höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen. Und so geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten das Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott hebe das Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.